Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen, der Lauf geht weiter. Wir wollen weiterhin versuchen, TGM's TV an die Spitze von den Streaming-Diensten zu bringen und haben immer weiter neue... Oh, wir müssen Marketing machen. Wir haben immer weiter neue Investoren, steht da gerade, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment stand da eine Null. Das ist natürlich nicht gut. Und wir werden natürlich fleißig werben. Für unsere neue Webseite, oder für nicht die neue Webseite, aber für unsere Webseite, um neue Kunden zu bekommen. So war es richtig. Und hier haben wir eine Auktion gewonnen. Nochmal 77.000 extra auf die Dingsbums. Das ist immerhin so viel, dass ich hier meine Sondersachen, die für meine Mitarbeiter bezahlen kann. Ich glaube, die sind auch schon mächtig teuer, oder? Wenn ich hier die Vorteile mal sehe. Oh ja, doch, ne? Große Rentenversicherung. Das kostet schon ordentlich. Naja, macht aber nichts. Das ist alles für unsere Mitarbeiter und momentan unsere Firma geht es gut. Unsere Firma wirft ordentlich Geld ab. Wir sind immer noch dabei, gut Gewinne einzufahren. Und solange das so ist, können wir das auch genauso weiter betreiben. So. Wir haben jetzt hier 164 Millionen User erreicht. 165 Millionen. Na, dann könnten jetzt vielleicht, wir waren, der Gegner war bei 170. Wir könnten schon kurz vor Platz 1 sein. Wollen wir mal gucken? Sieht gut aus, ne? Sieht hier schon gut aus. Es steht nämlich nicht mehr über uns. Und da ist es soweit. Steel Games TV ist auf Platz 1. Kurzer Applaus. Und jetzt heißt es natürlich, den Gegner am Schopfe packen und noch richtig fertig machen. Wir sind auf Platz 1. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr. Ich bin da hellauf begeistert. Und jetzt werden wir es natürlich dann versuchen, hier mit den unserem Tube ein bisschen aus dem Quark zu kommen und da mal ein paar Leute drauf zu kriegen. Und Steel Games TV kriegt nur noch quasi den billigen Marketing-Restplatz ab hier. Aber bringt immer noch jede Menge neue Nutzer. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir sind auf Platz 1. Hätte ich nicht erwartet, dass wir das diese Woche wirklich schaffen. Aber gut, der Absturz des, meiner Konkurrenz war natürlich auch beispiellos, ne? Also wir hatten da weit über 100 Millionen Lücke. Und um ihn eigentlich einholen zu müssen, hätte ich über 200 Millionen User haben müssen. Und ich habe mir aber schon bei 166 Millionen jetzt eingeholt. Das ist doch schon mal gut, aber wir haben noch 100 Millionen Platz da. Also da geht immer noch ein bisschen was drauf. Hier haben wir noch ein paar Investmentangebote, die wir natürlich direkt ablehnen, wo wir sagen, so ein Quatsch kommt uns nicht ins Haus. Ich bin begeistert. Wir haben den ersten Thron erklommen. So. Oh, ein bisschen Marketing. Söhnchen, Schönchen, Schönchen. So, und ich habe ja versprochen, wir wollten ja in dieser Folge mal in unserem Serverraum gucken. Und werden wahrscheinlich, ich werde ihn einfach mal umziehen lassen. Und dann werde ich ihn mal neu durchsortieren. Und dann werde ich da so mal ein paar Geräte rausschmeißen und alles durch große Geräte ersetzen. Das war sozusagen mein Plan, den ich hatte. Das heißt also, der Raum hier, der ist ziemlich voll. Das gefällt mir so nicht mehr. Wir müssen, achso, ich muss auf die Karte gehen. Und wir nehmen das, hier ist das nächstgrößte Rechenzentrum. Mittleres Hostinggebäude, kostet 100.000 der Umzug. Ja gut, das haben wir jetzt mal drin. So, das bestätigen wir dann mal. Und dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und dann werden wir hier drinnen mal ein bisschen umräumen und aufräumen. So. Das sieht nämlich alles ganz toll aus hier. Da hat eine Innentemperatur von 27 Grad, eine Raumtemperatur von 21 Grad. Sehr gut. Also hier haben wir noch richtig, das läuft noch richtig gut. Das sieht auch sehr schön aus hier mit den Kabeln an der Wand. Da hat sich eine Mühe gegeben, zum Etagenswitch das alles miteinander zu verbinden. Das sieht gut aus. Auch wenn die Kreuzung hier ein bisschen, naja, das ist geflochten. Da haben ja viele Leute auch Spaß dran. So, hier hören wir nicht kein Geploppe die ganze Zeit im Hintergrund. Und die Zeit ist auch irgendwie angehalten, warum auch immer. So, deswegen hören wir auch kein Geploppe im Hintergrund. Gucken wir mal, hier haben wir einen gemischten Server, okay, lass mich nicht starten. So, wir werden hier erstmal Geräte trennen. Den Schrank komplett leer machen. So, wir müssen bei Steel Games Tube jetzt gleich mal eine Werbung einschmeißen wieder. Wenn wir das hier fertig haben. Die alten Rechner haben ausgedient.
Hier werden Geräte hinzugefügt und zwar nur noch die großen und da machen wir jetzt hier einen Webserver. 1, 2, 3, 4. So, ein nach ganz unten. So weit runter. So weit runter. Jetzt mehr Platz drin. So. Kühlung installieren. Kühlung installieren. Den hoch. Kühlung installieren. Den hoch. Kühlung installieren. So. Dann können wir das hier gemütlich erstmal durchkonfigurieren. So, dann haben wir den Schrank zu einem Webserver-Schrank gemacht. Geht dann erstmal hier. So, ein Webserver-Schrank. Haben wir hier noch einen davon? Hier noch einen davon? Guck mal, da stehen. Hier noch einen davon? Und alles Webserver hier vorne, ne? Ja. Hier haben wir noch einen davon. Hier haben wir noch einen davon. Halt. Halt. Webmaschine starten. Wir werden das alles ein bisschen umbauen hier. Eine neue Ordnung im Serverraum. Ja, die stehen direkt vor der Tür, das ist mir aber egal. Dann muss der Admin sich halt mal durch, oh, durchquälen. Na. So. So. Gut, dann haben wir hier natürlich noch einen Mitbürger. Dreh, dreh, dreh. So, die stellen wir natürlich dann direkt da vor. Kann ich? Ich da einen Abstand lassen? Kann ich keinen direkt vor den anderen stellen? Warte mal, das testen wir gleich mal. Das testen wir gleich mal. Warte mal, ich hätte gerne, warte mal. Doch, so rum kann ich sie da vorstellen, okay. Und. Mann! Warum auch? Steht der direkt davor? Der steht aber nicht direkt davor. Was steht denn da im Weg? Da muss ich doch da hingestellt bekommen. Oder müssen wir den doch wieder hinten anfangen zu... Ah, doch geht. So, gut. Dann haben wir den auch schon soweit. Jetzt müssen wir dann mal Datenbank-Server... also Caches machen wir da hinten erstmal in die Ecke. Ich denke, die holen wir uns... Oh. Right. So, hier, da wollen wir Werbung machen. Marketing. Wir wollen hier richtig Werbung machen. So, wie weit können wir denn? So weit können wir. So, mal richtig Werbung. So, und hier wollen wir auch Werbung machen. So, wie viele Tage können wir denn? 2 Tage, so. Aber das hier. Shop kriegt Marketing. App verpasst. So, Seagames TV, Marketing hat es noch. Tube, Marketing. Gut, jetzt wird Tube natürlich dann auch Serverleistung bald brauchen. Das heben wir ja jetzt richtig an. So, Datenbank-Server, wo machen wir denn jetzt? Machen wir das hier erstmal in die Mitte. Alle Rechner, die jetzt nicht so aufgebaut sind, was eigentlich erwarten würden, stellen wir jetzt erstmal in der Mitte, die wollen wir noch alle umkonfirmieren. So. Okay. So. Das ist einer, wo nur Caches drin sind. So, da in die Ecke. Stimmt. So. Du hast auch nur Caches. Stimmt. Nächster Tag. Also. Ablehnen. Hier haben wir ein Problem. Hier müssen wir mal kurz beim Feature reingucken und müssen wir hier mal daher bauen. So. Marketing. Erworben. So. Das ist Database. Nur Caches, nur Caches. Ablehnen. Uah. So, dann den auswählen. Nur Caches. Ah, irgendwann komme ich mit der Steuerung klar. Nur Caches, nur Caches. Wahrscheinlich den falschen ausgewählt, aber auch alles richtig.
So. Der ist schon gemischt. Okay. Da müssen wir jetzt mal eingreifen. Ja, machen mal. Obercode unterbietet uns. Okay, kriegen wir den Auftrag nicht. Hier müssen wir mal ein paar Investmentangebote weglöschen. So. Ich dachte, alleine höre, wird mir schon wärmer hier mit den ganzen Servern. Aber da werden wir jetzt dann halt mal ein bisschen was investieren. Da müssen wir halt noch ein bisschen Geld mal in die Hand nehmen. Da bleibt ja dann nicht aus jetzt. So, gut. Also, der ist der Erste, der schon nicht nur Caches hat. Der sollte aber nur Caches haben. Das heißt, wir werden den mal trennen. Den mal trennen. Den mal trennen. Und werden dann die Geräte hinzufügen und sagen, dieses hier bitte, dieses hier bitte, dieses hier bitte. Und dann bitte ganz gerne das noch massenkonfiguriert. So. Jetzt ist der Webserver, ja okay. Ist nicht weiter schlimm. Momentan sind die Datenbanken eh das Zünglein an der Waage, was jetzt da bei der Serverkraft fehlt. So, jetzt haben wir Montag. Gut. Dann haben wir denn, was haben wir denn hier für einen Schrank? Das ist dann wahrscheinlich ein reiner Datenbankschrank. Hier passt das schon. Gut. Dann machen wir jetzt hier draußen einen reinen Datenbankschrank. Das heißt, wir werden hier mal ein bisschen was rausnehmen. Ja. Wenn. So, dann haben wir Geräte hinzufügen und machen wir hier mal einen Datenbankschrank drauf. Database. 7. So. So. So, dann Geräte hinzufügen. Database. So. Zurück. Nee, nicht duplizieren. Upsala. Na gut, dann duplizieren wir halt. Aber eigentlich wollte ich ihn konfigurieren. So. Gut. Dann haben wir dann da noch einen zweiten Database. Komplett Schrank. Gut. Mittlere Dringlichkeit, das können wir mal ablehnen. Und Seagames TV braucht Marketing an dieser Stelle für 7 Tage. So, fertig aus. Bock, fertig aus. Läuft erstmal. Zeitmaschine starten. So. Gut. Dann haben wir hier nochmal einen Schrank. Was brauchen wir denn jetzt erstmal wieder? Jetzt brauchen wir wieder einen Webserver. Okay, dann machen wir hier einen Webserver-Schrank. So. Die Kühlung müssen wir drinnen lassen. Eine Kühlung, zweite Kühlung, dritte Kühlung, vierte Kühlung. Und dann machen wir hier Webserver rein. Dann haben wir hier Webserver installieren, erwerben, bestätigen, erwerben, bestätigen, erwerben, bestätigen. Und zurück, konfigurieren, konfiguriert. Der Schrank ist also auch durch. So, steht da. Gut, dann haben wir jetzt, jetzt können wir wieder einen Datenbankschrank machen. Denn da habe ich schon die nächstgrößeren Geräte mal gemacht. Also Kühlung haben wir dann ja mehr als genug auf Lager liegen, ne? Also da können wir uns ja dann mit totschmeißen. So, Gerät hinzufügen. Database. 1, 2, 3, 4. Zurück. Massen konfigurieren. Konfigurieren. Duplizieren. Machen wir gleich noch einen zweiten dazu. Weil wir es können. Und gut ist. So. Ich denke mal, 3 Reihen Caches würden ausreichen da hinten. Hoffen wir mal. Naja, mal gucken, wie das nachher mit dem ganz großen aussieht. So, hier oben brauchen wir ein bisschen Marketing. So, und hier brauchen wir mal ein bisschen Massenmarketing wieder. Damit wir hier nochmal schönen Sprung machen, was die Leute angeht. Vorher gehen wir in die Features rein und verbessern hier erstmal die Features. 1100, sehr gut. Und gut. Wir können die Effizienz hier sowieso noch auch hier bei der Webseite was. Hier bringt hier sogar noch was, okay.
Jetzt haben wir, wie viel Platz haben wir? Bis 65 Millionen. Okay, das ist okay. Marketing. Wie viel haben wir denn? 900. Das reicht für 102 Millionen Leute. Das ist vollkommen okay. Und hier, jetzt hier so ein Marketing. Achso, das läuft noch. Achso, können wir das noch anmachen hier. Nicht weiter schlimm. So, dann können wir hier natürlich hier nochmal ein bisschen beim Marketing auch noch was anmachen. Einfach, was geht. So, und dann sehen wir aber schon, dass wir hier beim Hosting natürlich unbedingt Leistung irgendwo herholen müssen. Ganz dringend. Voilà, da müssen wir hier mal gucken. Beim Hosting müssen wir hier mal 10% abgeben, dass wir 75 kriegst. Und die müssen wir hier mal dazugeben beim Hosting, dass du hier 15% hast. Damit du ein bisschen besser die neuen, vielen neuen Nutzer auffangen kannst. So, eine hohe Dringlichkeit, das haben wir auch noch. Na, kriegen wir es auch? Kriegen wir auch, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, wie sieht es hier aus? Database ist okay, jetzt können wir wieder so ein duplizieren hier. Das möchte ich starten. So, wie sieht es dann temperaturtechnisch aus? Hier drin sind 15 Grad. Nee. Den wollte ich duplizieren, stellen wir da hin. Und dann wollen wir nochmal einen duplizieren, stellen wir da hin. So, dann haben wir jetzt erstmal da ein bisschen Platz nach oben. Dann können wir Webserver machen. Gut, dann werden wir hier den auch erstmal die ganzen Geräte rausnehmen. So, schön Stück für Stück. Und dann auch zwei Kühlungen wieder mit rausnehmen und dann... drei Bollos lassen und dann Geräte hinzufügen und ein paar Webserver kaufen. 1, 2. Hä? Achso, ist ja mal unten drunter. So, gut, dann zurück, konfigurieren, zack, und dann nehmen wir den gleich mal, upsala, und stellen den daran. So, dann können wir noch einen Webserver machen, würde ich sagen. Warte mal, das kriegen wir einfach erstmal hier, zeitlich hier starten. So, klick mal drauf, duplizieren, den ich stelle. Und noch ein, duplizieren. Hingestellt. Das sieht doch schon mal schön aus. Noch ein. Hier ein. Hingestellt. So. Können wir hier nochmal. Oh, hier sind sogar noch ein paar Dinger drin, die wir später gebrauchen können. Da haben wir auch schon Hybriden mitgemacht. Okay. Da ist ja alles drin hier. Ich glaube, das war die Folge, wo die wohl was mit Chaos hieß. Aus dem Serverraum oder so. Gut, Gerät hinzufügen. Und zwar machen wir jetzt Database. Billing. So. Zurück. Konfigurieren. Database abgestellt. Danke. Hier reingucken und hier mal auch alles durcheinander drin. Okay, dann mal trennen wir den mal raus hier. Den mal raus und fügen dann noch ein paar Webserver hinzu. Und konfigurieren das. Und dann haben wir also den hier so fertig. So. Und dann machen wir hier den raus. Und den raus. Unseren Gerät hinzufügen. Webserver. Jetzt haben wir drei davon. Dann machen wir noch einen Cache und einen Database. Fertig. Achso. Konfigurieren. Nee, falsche Taste. So. Sehr gut. Haben wir genau 200.000 Webserver-Punkte. Okay. 80.000 oder 92.000. Ja, jetzt ist natürlich überall eine gerade Zahl, weil wir die ganzen geraden Sachen dran haben. Ja, die Zeitmaschine brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr für die paar Sekunden hier. So, SteelGamesTube braucht Werbung. Uiuiuiui. Marketing. Die Marketingmaschine muss rollen. So.
Wir wollen ja dann SteelGaps Tube auch noch ein bisschen nach oben bringen. Und den Erfolg, den wir mit SteelGaps TV haben, heilen. So, dann brauchen wir jetzt noch ein Schränkchen hier. Kaufen uns mal. Und da machen wir jetzt erstmal Gerät hinzufügen. Cash. Kühlung. Cash. Kühlung. Cash. Kühlung. Cash. Kühlung. So. Konfigurieren. Und so. Dort hinstellen. Geht gut da. Dann kaufen wir noch so ein Schränkchen. Und ja, der steht jetzt erstmal falsch rum, das macht erstmal nichts. Werden wir erstmal Gerät hinzufügen. Und zwar gibt es dort dann Database. Kühler. Database. Kühler. Database. Kühler. Database. So. Ah, Kühler. Oh, das sind drei Kühler im Lager. Das ist auch gut. Haben wir die doch auch ganz gut wieder untergebracht. Zurück. Konfigurieren. Dankeschön. So, jetzt müssen wir die natürlich nur noch wieder richtig drehen. Ja, wir stellen die alle so rum auf, ne? Dreh die hier mal noch vorne auch noch alle einmal denn um. So. Kann ich ihn jetzt hier nicht hinstellen? Klick. Na. Irgendwann komme ich klar mit der Steuerung. Mir zu langsam, ne? So. Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da haben wir 2,8 Millionen jetzt davon. Das sollte jetzt auch bei allen Servern so ein bisschen mehr was bringen. Ich weiß gar nicht, wo wir gestartet sind heute in Abendflieger vorher, aber ich glaube, ich hatte so 2 Millionen hatte ich schon. So circa. Also so ein bisschen was ist dazugekommen. Klar, logisch, weil wir auch was gebaut haben. Also auch ein paar Schränke neu gekauft haben, ein bisschen was dupliziert haben. So hier zum Beispiel. So, machen wir die Reihe mal voll hier. Und das ist ja, das geht ja jetzt wirklich rubbel die Katz, ne? Dann duplizierst du einfach mal so ein paar Sachen hier. Und schon hast du da jede Menge neue Punkte. 240.000. Da werden wir ja jetzt aber hier auch mit hinkommen. Duplizieren. 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 Und duplizieren. Also, so ist in etwa das Verhältnis. Man braucht eine Reihe davon. Eine Reihe plus drei davon und zwei Reihen davon. Also hiervon doppelt so viele Webserver wie Caches. Und Datenbankserver ist so ein bisschen, wie sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. 3 mehr als 12 sind 15, ist ein Drittel mehr. Quasi, was ich brauche. Ein Viertel mehr. Okay, gut. Ja, gut, das kriegt man hin, ne? Also, das trifft sich, glaube ich, dann ab und zu mal wieder. Das heißt, so bis dahin müssen wir das machen. Dann haben wir hier die Reihe bis dahin und dann haben wir hier die Reihe voll. Na ja, gut. Also hier in den Raum kriegen wir gut und gerne noch ein paar CUs rein, aber auch nicht unendlich viele. Ich hätte gedacht, dass wir hier dann einen größeren Schrank oder so noch kaufen können. Wie sieht es mit der Temperatur aus? Auch noch gut. Und die Einzelschranktemperatur halten wir ja auch niedrig mit den Takten. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir übertakten noch die ganzen Rechner, dann haben wir nochmal quasi die doppelte Leistung, aber... Da müssen wir dann erstmal wirklich sagen, dass wir das auch wirklich brauchen. Gut. Brauchen wir nämlich mehr Kühlung. Gut, ich mache jetzt hier nochmal die 11 Investmentangebote weg und währenddessen werde ich mich von euch verabschieden und sagen, das war eine weitere Folge von Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Leistung aus dem Serverraum jetzt und können dann erstmal wieder jede Menge neue Nutzer rekrutieren. So, dann haben wir hier nochmal einen Auftrag. Manchmal lässt dann das Spiel aber auch gar keine Ruhe. So. Körperraum umgebaut. War schön, die ganze Zeit auch ein schönes Rauschen auf den Ohren gehabt. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört, aber es ist halt der Spielsound, der gehört dazu. Und so hört sich das leider auch im Serverraum an und das ist eigentlich zum Teil noch wesentlich lauter als das, was wir hier gehört haben. Gut. Wir gucken nochmal ganz kurz, wie sieht es denn aus hier. Bei den Streamingdiensten sind wir immer noch auf Platz 1 und TV stürzt richtig ab.
Das ist schon mal nicht schlecht. Unten haben wir, naja, für 33 Millionen könnte man da mal einen aufkaufen noch. Und bei den Videoplattformen sind wir schon immerhin auf Platz 5 geklettert und sind mit 38 Millionen ganz gut dabei und werden hier Megacafé sicherlich auch früher oder später einholen. Ja, und dann brauchen wir natürlich, müssen wir noch auch schaffen und TheTube irgendwann. Aber das hinkriegen, 1 Milliarde Nutzer, das wird schon richtig teuer. Das wird schon richtig teuer. Aber in Streamingdiensten sind wir momentan Platzhirsch und Führer und Anführer und das sieht ganz gut aus. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis dann. Tschüss.